Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 nachhaltig leben und stricken. Ja, wir wohnen jetzt doch woanders. Also ich habe mich jetzt, also ich kann ja mal zur Weltenansicht gehen. Und zwar wohnen wir hier. Da oben ist unser Haus nicht mehr, weil das steht jetzt hier unten. Weil ich gedacht habe, hier oben sieht das ja alles sehr schön aus, vom Fußabdruck. Aber hier unten ist noch neutral und da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt einfach in die Weltenansicht gehe. Nee, ich habe mir einfach gedacht, dass ich jetzt mal in eine andere Gegend ziehe und dort den Fußabdruck auf grün kriege. Ja, und damit wohnen wir jetzt also hier, ne? Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo wir eigentlich. Ist das nicht schön? Ich war doch jetzt eben auf der Karte. Denkst du? Okay, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich jetzt in die Kartenansicht. Wir wohnen jetzt in der Port Promise. Entweder Promise. Oh Mann. Nee, Port Promise. Und da räumen wir jetzt also auch auf. So. Jetzt habe ich es auf jeden Fall geschafft. So, wir haben ein zweites Windrad. Was ist los? Der Pulli-Fluch. Ach, stimmt. Ja, da war ja was. Ihr seid ja vom Pulli-Fluch. Dingst. Noch 6 Tage. Und in der Zeit gibt es keine romantischen Interaktionen, weil das könnte sonst nach hinten losgehen, ist schon klar. So, mit dir habe ich jetzt auch den Beruf gewechselt anscheinend, weil das mit dem Freelance nicht so ganz funktioniert hat. Du könntest befördert werden, aber du müsstest Stufe 7 werden. Das denke ich mal, kriegen wir doch auch hin. Hoppala, Entschuldigung. Wenn das jetzt im Mikro irgendwie. Aber dieses Kabel ist jetzt ein bisschen unpraktisch positioniert. Dass ich immer mit der Maus drüber fahre. So, hast du jetzt mal fertig gegessen? Lieber Andy. Weil du musst dich ja auch noch ein bisschen frisch machen. Vickys Vampir-Magie antwortet, ich habe das Teil erhalten, danke. Ah ja, stimmt ja, du bist ja auch am Stricken. Und hast Dinge verkauft. Haben wir da denn noch was gekauft werden soll? Nö, da. Ah, ach ja, stimmt ja. Das können wir dann auch auf Plopsy anbieten. Und wer ruft hier an? Meredith Roseville. Warst du schon im Black Spire Außenposten? Nee. Und mit denen werde ich auch da nicht hinreisen. Dafür haben wir ja die Episoden extra. Die Star Wars Dings. Bums. Da. Das heißt, wir brauchen das nicht unbedingt. Was hast du hier? Superdünger, okay. Käferklumpen. Was müssen wir denn? Stelle 20 Kerzen her. Ja. Das wollten wir ja mit dir auch mal abdingsen, aber ja. Ach ja, was ist? Geht bei dir nach Einrichtungen? Ja, okay. Von mir aus. Du hast zwar erst geduscht, aber ja. Was soll's? Gehst du halt nochmal duschen, ne? Ist doch genau nach deinem Umwelt-Dings-Programm. Hey Nachbar, möchtest du erfahren, wie du etwas verändern kannst? Ach ja, komm. Infos zur umweltfreundlichen Dingsbums erhalten. Ja, erstmal müssen wir ja sowieso dann mal ans Brett. Und gucken, wofür wir abstimmen können.
Wie viel? Was treibst du denn jetzt? Du bist sauber genug. Der Nachbar wartet auch nicht ewig, ne? So, und ich denke mal, ich werde jetzt mal na, was wollte ich denn? Was fürs Sportmäßige? Entweder stelle ich hier dann noch eine Yogamatte hin, lege ich. Die steht ja nicht. Oh Mann. Oder wir müssen hier mal das Haus erweitern. Keine Ahnung. Müsste ich da mal gucken. Oder wir stellen sie jetzt einfach hier hin, dann kann sie draußen Yoga machen. So, Andy. Son of Diola? Oh, shoo be rao. Drei Strickarbeiten erfolgreich verschenken. Ja, hat das. Oh mein Gott, du fährst mit dem Fahrrad. Oh mein Gott, ist das süß. Hier sieht's aus. Mal gucken, was wir hier so verändern können. Teilen bedeutet kümmern, unterstützt die darstellenden Künste. Was? Die maximale Anzahl an Nachbarschaft? Ach so. Saubere Energie, das ist völlig in Ordnung. Aber ich hätte gerne. Grün, nicht komplett grün, aber zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist zurzeit Port Promise mit üppigem Pflanzenwuchs zu bedecken. Wenn dieser Aktionsplan in Kraft tritt, werden wir nicht nur Bäume und Pflanzen sprießen sehen, sondern auch der ökologische Fußabdruck von Port Promise wird sich verbessern. Okay, ja, gut, wenn dann die Rechnungen höher werden. Aber das wäre zumindest was, wofür man abstimmen könnte. Aber die Abstimmungsplan ist erst von Freitag. Also haben wir im Prinzip haben wir das verpasst. Außer wir werden Außerkraftsetzung beantragen. Aber da müssen wir schon wieder. Ja, teilen ist eigentlich. Ach nee, komm, wir werden das mal. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns mal freundlich vorstellen. Zuspruch geben, Hüftstoß. Und dann überzeugen. Nein, wir wollten eigentlich eine Unterschrift haben. So, mal gucken. Ah ja, genau. Eine Unterschrift haben wir zumindest schon mal. Du könntest mal den hier dann begrüßen, bitte. Oh Mann, Andy. Unterschrift für da, genau. So, dann bin ich mal gespannt, ob der gleich auch davon überzeugt ist, dass wir das außer Kraft setzen. Er tanzt ja schon förmlich. Jetzt mach doch mal. Oh. Gib ihm jetzt das Klemmbrett, Mann. Oh ja, natürlich. Nach deiner. Ach nee, dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Es war aber echt klar, dass der uns nicht unterstützt.
Deswegen reden wir mit dir auch jetzt nicht mehr weiter. Ich habe letzte Woche etwas Cooles für dich hergestellt. Ja. Ist das vielleicht jetzt mal ein bisschen Nebensache? Ja, könntest du... Wir brauchen doch die Unterschriften. Bitte unterstütze mich. Wir müssen hier was verändern. Dankeschön. Dann gucke ich mal, weil wahrscheinlich steht die nämlich vor der Tür. Und dann werden wir die mal hereinbitten. Meinst du, ob wir den dann, wir die dann auch überzeugen können? Würdest du denn bei mir auch unterschreiben? Es geht nur um Schlimm. Oh, du bist so ein... Ist ja mal wieder klar, dass hier fast keiner mitmacht. Selbst angefertigtes Dings. Haben wir denn irgendwas? Nee. Toll, da hast gerade keine Strickarbeit im Inventar. Naja, macht nichts. Dann gucken wir doch mal bei dir, ob du unterschreiben willst. Hallöchen, ich bin deine neue Nachbarin, Bess. Du bist heiß auf Kohle, stimmt's? Lass uns reden, ich werde dir verraten. Wir sind doch eigentlich schon in Kontakt, meine Liebe. Unterschreibst du? Ja, sie unterschreibt. Dann unterschreibst du vielleicht auch? Machst du das? Dein Mann hat auch unterschrieben. Dann halt, nein. Wir finden bestimmt, der da unterschreibt doch sicherlich. Natürlich. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Ein bisschen freundlicher, mein lieber Andy, weil sonst kriegen wir so auch keine Unterschriften zusammen, ne? Ja, der unterschreibt auch. Und jetzt? Habe ich dann genügend Unterschriften? Da hinten ist noch jemand. Er unterschreibt. Unterschreibst. Hast du unterschrieben? Oh Mann, hier sind zwar Leute, du da. Die Bess. Du willst doch bestimmt auch unterschreiben, oder? Könntest du das vielleicht mal... Nein, natürlich nicht. Warum? Warum auch? Aber du bestimmt. Also heute sammeln wir wieder fleißig Unterschriften. Ich darf ihn nicht zu früh loben, ne? Ich brauche unbedingt noch Unterschriften. Ja, er unterschreibt. Fabio Krämer. Aber ich glaube, wir haben doch jetzt alle, oder? Wir
Wie viel brauchen wir denn noch? Das wäre nämlich auch mal cool gewesen, wenn wir dann erfahren würden, wie viele eigentlich schon unterschrieben haben. Es sind doch nur 5, oder? Nein, natürlich. Natürlich will er nicht unterschreiben. Die ist auch sympathisch irgendwie, ne? So. Ja, okay, du darfst ja jetzt mal duschen gehen. Wo kannst du dich jetzt mal mit ihr mal dingsen? Mann, hier sind ja so viele Leute, Dann probieren wir es halt nochmal bei dem. Warum seid ihr denn alle so arschig? Aber sag mal, du lässt mich doch nicht im Stich, oder? Was? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also eigentlich haben wir doch viele, oder? Ah, okay, das heißt, wir haben jetzt für... Eigentlich wollte ich dafür nicht. Ich wollte ja nur das da zurück. Naja, gut, wir haben jetzt auf jeden Fall für beides genug Stimmen. Aber ich würde gerne, dass das hier verschwindet. Da bin ich mal gespannt bei der nächsten Dings. So, dann kannst du mir jetzt mal nach Hause düsen mit deinem Fahrrad. Und bei dir gucke ich jetzt auch mal, was du so treibst, weil da treibst du ja überhaupt nichts. Weil du müsstest eigentlich noch Logikfähigkeit verbessern, ne? So, der Andy, der sollte eigentlich noch ein bisschen was anfertigen. Könntest du eigentlich mal einen Gartensalat machen? Euch geht's zwar nicht so besonders gut, weil ihr angespannt seid, aber ist der halt jetzt durch, ne? Ganz einfach, würde ich mal behaupten. Wieso musstest du auch einen Bullyfluch heraufbeschwören, ne? Macht denn auch sowas? Und du bist traurig, weil Müßiggang wegen Merkmalherstellerin. Ach. Dann, du brauchst zwar noch Logik, aber du könntest auch gerne Kerzen herstellen, wenn dir das lieber ist. Mach mal ruhig weiter. Ich würde gerne nämlich, dass du auflevelst. Aber es gibt ja auch theoretisch Bücher, ne? Hat sich denn schon irgendwas? Es ist immer noch neutral, aber es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Aber nur wenn der... Also jetzt angenommen, wir kriegen es hin, dass es grün ist. Dann werden wir aber trotzdem nicht gleich direkt wieder wegziehen.
das wäre ja auch irgendwie Dings. Aber meine Lieben, es ist Zeit, wieder einen Cut zu machen und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.